Hallo zusammen! Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Verschlusszeiten an eurer Sony A6000 Serie so einstellen könnt, dass euch die Bilder nicht verwackeln oder das Motiv verschwimmt. Viel Spaß! Die Problemstellung, um die es hier geht, ist im Wesentlichen zum Beispiel, wie man an diesem Bild sieht, dass zwar das Bild an sich fokussiert hat, aber das Bild trotzdem unscharf ist und das resultiert daraus, weil sich das Motiv, also in dem Fall meine Katze, sich bewegt und die Verschlusszeit von 1/60 Sekunde einfach zu langsam ist, um das Bild scharf darzustellen. Hier in diesem Bild, das ist eine andere Position, es ist aber ziemlich der gleiche Ort, nur eine andere Perspektive. Hier wurde das Bild mit 1/160 Sekunde aufgenommen und was ich hier an Einstellungen verändert habe, ist im Endeffekt eine Anpassung des ISO-Wertes von 400 auf 1000. Unterm Strich ist die Bildschärfe immer noch sehr gut, beziehungsweise für meine Ansprüche sehr gut. Aber diese Verschlusszeitenänderung hat einen riesen Unterschied gemacht. Okay, Problemlösung. Nehmen wir an, wir fotografieren mit Blendenpriorität, das A. Das heißt, wir stellen unsere Blende ein. Die Verschlusszeit und der ISO-Wert passen sich automatisch an. Man sieht hier, die ISO ist auf Auto und die Verschlusszeit ändert sich erstmal gar nicht. Wenn ich auf sehr aber eine stark geschlossene Blende gehe, wird sie gering. So, und das ist die Problematik. Wir sehen hier, wir sind bei Blende 5, wir sind bei Blende 8 und erst jetzt sind wir bei 1/30 Sekunde. Sprich, wenn wir offenblendig fotografieren würden in dieser Situation als Blende 5.6, sprich wie zum Beispiel F.4, könnten wir eigentlich auch mit höheren Verschlusszeiten fotografieren. Die ISO hier ist jetzt eingestellt zwischen ISO 100 bis ISO 3200. So habe ich in meinen Augen immer recht gute Ergebnisse. Man könnte auch nur bis ISO 1600 gehen. Aber das ist jetzt gar nicht die Problemstellung an sich. Wenn wir jetzt einfach hier mal ein Testfoto machen, beziehungsweise hier scharf stellen, sehen wir, wir haben ISO 1250. Gut, wir sind jetzt hier indoors, deswegen ist der ISO-Wert dementsprechend hoch. Aber was wir jetzt machen können für höhere Verschlusszeiten, wenn wir sehen, wir gehen auf Blende 2.8, haben wir ISO 400. Das heißt, wir können die ISO-Automatik so austricksen oder einstellen, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt mindestens ISO 800 haben. Bei ISO 800 sind die Fotos bei meiner 35 FS-Brennweite noch ziemlich gut. Damit kann ich leben, dann stelle ich das ein. Und jetzt sehen wir, wir haben 1/125 Verschlusszeit. Und das reicht schon oft, um sich bewegende Motive zu fotografieren. Wenn sie sich langsam bewegen, braucht man eben mehr. Da kann man zum einen die Blende nochmal runterstellen. Dann sieht man schon Blende 2, 1/320. Das sind schon sehr schnelle Auslösezeiten. Und dann kann man auch dementsprechend sein ISO wieder anpassen. Wenn ich oft im Wald unterwegs bin, stelle ich das gerne einfach gleich auf ISO 400 ein, bis ISO 3200 oder manchmal bis 1600. Und so kann ich meine Blende im Endeffekt recht bedenkenlos einstellen, weil doch die Verschlusszeit einen gewissen Mindestwert hat. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, man könnte im manuellen Modus fotografieren und Verschlusszeit und Blende manuell einstellen. Die Problematik ist aber oft, man entscheidet sich oder ich entscheide mich oft zwischen Blendenpriorität oder Zeitpriorität. Da ich über Blendenpriorität im Endeffekt sage, okay, was für eine Tiefenschärfe will ich haben? Und über Zeitpriorität sage ich im Endeffekt, möchte ich etwas verschwommen aussehen lassen, möchte ich etwas knackscharf haben? Und da ist es eigentlich ganz nett, wenn man die anderen Einstellungen automatisch übernehmen lässt. Und wenn man einfach sagt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel draußen in der Sonne, ich will trotzdem schöne Verschlusszeiten haben, weil man zum Beispiel sagt, ich will nicht unter 1/100 kommen, dann kann man so ein Testfoto machen oder mal auslösen und gucken, was die ISO sagt. Und man wählt einfach in der Automatik einen höheren Wert als Startwert an. Denn so ist gewährleistet, dass man bei doppelt so hohem ISO-Wert eine doppelt so schnelle Auslösezeit hat. Also wenn wir von ISO 400 auf ISO 800 erhöhen, dann können wir zum Beispiel mit statt 1/60 mit 1/120 fotografieren. Und das kann oft schon einen Unterschied ausmachen zwischen einem scharfen und einem nicht scharfen Bild. Zum Abschluss habe ich hier auch noch ein Bild meine Katze, das scharf geworden ist. Es ist in meinen Augen sehr, sehr schön geworden. Ich schaue es mir gerne an. Und das Bild ist nur mit 1/20 Sekunde aufgenommen. Man muss aber auch sagen, dafür muss die Hand sehr ruhig sein und das Motiv muss ruhig sein. Also natürlich kann man auch mit langsamen Verschlusszeiten fotografieren. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Tipp immer wieder hilfreich und ich hätte mir gewünscht,
Ich wäre schon eher darauf gekommen, weil ich oft einfach verwackelte Motive hatte, weil mir nicht bewusst war, wie man Mindestverschlusszeiten einstellt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten viel Spaß beim Fotografieren. Ciao!